viel passiert in Summoners War. Es gibt ein neues Event, zu dem ist heute FRR. Und ich werde heute ein paar Devilmons auf meine Monster verteilen. Und wir testen ganz kurz den Okeanos in der Arena. Robbe hier, willkommen zurück, Freunde, zu einer neuen Folge von Summoners War. Ja, viel passiert seit dem letzten Summoning. Wir gucken einfach mal direkt ins Event rein, da haben wir was Neues und können, wo ist es? Ja, lol, hier steht es noch gar nicht drin, außer FRR steht drin, bei mir ist natürlich noch Freitag. Aber hier ist Kobold Bombers Event. Das sieht cool aus, zumindest das Bild sieht cool aus. Jetzt habe ich schon wieder, was ist immer mit diesen Frischen bei mir im Hals los? So, und zwar haben wir hier ein Event und dieses Event ist simple, easy. Einfach weiterspielen wie bisher. Wir geben Energy aus. Und wenn wir 2000 Energy ausgegeben haben, kriegen wir all diese Dinge, die dort stehen. Wir haben diesmal leider kein Devilmon. Wir haben aber eine Light in Dark. Und weil es eine Light in Dark ist, von mir Daumen nach oben zu diesem Event. Es muss mindestens immer ein Devilmon drin sein oder eine Light in Dark. Dann ist es für mich ein Event. Okay, nice. Nehme ich mit for free. Warum nicht? Vielen Dank, Kamtos, für das Event. Ich finde es sowieso cool, dass Kamtos uns mit Events immer, es gibt immer Events in dem Game. In welchem anderen Game gibt es durchgehend immer Events? Ich habe gerade mal so gedacht, es ist immer eins da. Wenn nicht, ist es vielleicht ein, zwei Tage mal nicht, aber ansonsten ist auf jeden Fall immer was da. Coole Sache auf jeden Fall, Kamtos, danke dafür. Und ich habe noch ein paar Dinge auf meinem Zettel. Bevor wir jetzt an das Devilmon verteilen gehen. Sonntagabends leider kein Rush von mir in der Arena. Also morgen kein Stream. Sonntagabend kein Stream am 6. oder wann ist das für ein Datum? Genau, da bin ich ausnahmsweise mal im Real Life. Ja, Robbe gönnt sich mal. Ausnahmsweise. Tut mir leid. Nächste Woche bin ich aber wieder für euch da. Zudem Dienstag natürlich Summoning Stream wieder ab 17 Uhr. Wenn ihr Bock habt, kommt vorbei, schreibt eine Mail. Wir machen Rollen auf. So, okay, was habe ich hier noch Tolles aufgeschrieben? Und genau, heute ist ja der FRR, der Free Rune Removal Day. Und dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Ich lasse den Link einfach mal unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr mal reingucken. Ein paar Tipps von mir, wie ich immer den FRR mache. Und vielleicht auch ein paar Tipps, gerade für Early Gameplayer, Mid Gameplayer, die das Spiel noch nicht ganz so lange spielen. Was muss ich überhaupt machen an diesem FRR oder was sollte ich machen an diesem FR? Ich glaube, das war es alles auf meinem Zettel. Zumindest können wir jetzt anfangen, endlich mal die Devilmon zu verteilen. Und ihr wisst es, ihr habt es gesehen. Ich habe den Okeanos bekommen, schon hochgelevelt, aufgewertet. Alles schon quasi fertig und natürlich die Pra hochgelevelt, aufgewertet. Hat ein paar Stunden gedauert, aber ging dann doch recht zügig. Ich hatte dem Okeanos deswegen nämlich Vampirrune gegeben, weil wenn ich mit ihm alleine level, wenn ich mit ihm alleine leveln kann, ist das nice, ohne dass ich Freundesmonster benutzen muss oder dass ich zum Beispiel meine eigenen Monster dafür benutzen muss, weil dann die XP einfach besser verteilt wird. Und da heute sowieso FRR ist, können die Runen heute wieder runter und ich rune ihn richtig. Wenn ihr ein schönes Runenbild für mich habt, für den Okeanos, dann mal gerne unten rein. Ich möchte ihn für PvP benutzen, hauptsächlich. Fast nur eigentlich. Deswegen hatte ich mir erstmal so gedacht, okay, vielleicht ein Set mit Fatal, vielleicht ein Set mit Swift, mindestens 200 Speed, 210 Speed, wahrscheinlich Speed, Crit Damage, Attack mit HP Subsets. Mein Vorschlag, wenn ihr was anderes habt, haut einfach mal unten rein, würde mich freuen. Und natürlich hier meine Praha. Triple Kampfgeist, ich hatte heute einfach nur so eine Idee, guckt da nicht drauf. Ich sammle ein paar Kampfgeist-Runen für meine Lucian Offense. Die hat aber auch noch keine Devilmons. Wird natürlich auch nochmal heute geruhnt für die Defense. Natürlich, für die Arena Defense, dass wir am Sonntag ordentlich Gas machen können. Und ich habe mir lange überlegt, was machst du jetzt hier mit dem Devilmons? Komm ran, Robbe, du hast nicht ganz so viele. Du musst dich für einen Monster entscheiden. Mein Pang hat letzten Monat keine Devilmons bekommen, weil ihr habt es gesehen, ich kriege ihn nicht richtig ins Gameplay. Und die Pra definitiv Arena Defense. Und ihr wisst es, da habe ich auf jeden Fall noch Probleme. Und das ist sowas Geiles mit Pra, so Anti-Lution und whatever alles. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, sie benutze ich definitiv in der Defense. Und sie hat hier zwei Runden Ablenkzeit. Sie hat hier Ablenkzeit plus Effektrate. Das sind schon Dinge, da kann man sagen, yes, da kann auf jeden Fall Devilmons drauf. Das erste brauche ich gar nicht. Hier geht nur Schaden hoch.
Das ist bei ihr überhaupt nicht wichtig. Bei Okeanos ist es natürlich genauso geil, ja, mit der schädlichen Effektrate. Aber ich glaube, dass Pra mir gerade mehr weiter hilft als der gute Okeanos. Und deswegen erst in Praha, bis sie full ist. Und dann gucken wir mal weiter, ob wir dann in Okeanos reinballern. Ich bin dabei sehr vorsichtig mit meinen Devilmons auf jeden Fall. Weil, wenn man mal sowas gemacht hat hier, ich meine, Sigmar ist ein geiles Monster, ja, full Devilmons. Habe ich auch neulich mal wieder geruhnt, wie ihr seht. Aber lang nicht mehr benutzt. Und dann denkst du, ah, die ganze Devilmons da drin, aber shit. Okay, aber Praha weiß ich definitiv. Worth. Auf jeden Fall, wie viel habe ich? Oh, ich hole mal erstmal alle rüber. Wie wir sagen, wir ballern erstmal alle 5 rein einfach. Und hoffen, wie gesagt, in den ersten muss es nicht rein. Wenn es in die letzten alle reingeht oder in den zweiten, dann höre ich direkt auf damit. Weil der erste ist nur Schaden, das ist nicht so wichtig. 3 Devilmons extra für den ersten, na, das muss nicht sein. Das muss nicht sein. So, wir hauen erstmal alle 5 rein, würde ich sagen. Und der erste war das mit diesem Zahnrad, ne? Okay, also please, kommt das nicht das mit dem Zahnrad, bitte. Please. Okay, shit, einmal in den ersten. Fuck you. Okay, ich befürchte, wir müssen sie voll machen. Okay, Zukunftsvoraussage. Tagtraum. Okay, die sind nicht so gut gerollt. Wir hauen einfach nochmal 4 rein, ne? Beziehungsweise 5. Warte mal, what the fuck, wie viel frisst sie denn? Ich habe mal gehört, es kommt eine Meldung, wenn man zu viele reinballern sollte. Da würde eine Meldung kommen. Einmal auf der Hütte, da kann man arbeiten. Ja. Aber da wir noch nicht voll haben, also mit den 5, dann kam auch kein. Please, wenn das jetzt alles in den zweiten und dritten geht, komm mal, kommt das. Das schalte ich direkt in den ersten. Ah, man war doch klar. Okay, Zukunftsvoraussage. Und die Heile. Hey, ich brauche doch unbedingt die Heilung, Leute. Was ist das? Sekt? Wie. Ey, ich habe da gar nicht auf die Skills geguckt. Wie oft ging das denn jetzt in die Zukunftsvoraussage? What the hell? 3 Runden jetzt. Nein! Ich brauche die Heilung! RIP, was ist das denn, ey? Gerade das für die Arena Dief. Ich meine, okay. Oh mein Gott, aber 6 Runden, what the hell? Das geht gar nicht. Okay, die nächsten beiden Devilmons. Definitiv Praha nochmal. Das ist ja das Wichtigste hier. Für die Defense. Ich meine, das ist auch nice, ja? Aber. Das ist okay, das war blöd. Dass das hier reingegangen ist. Aber. Naja, gut, dann mache ich es hier direkt voll. Denk mal, nächsten Monat TOA-Reset. Besonders diesen Monat der TOA-Reset. Dann kriegen wir 2 Devilmons. Und dann können wir die aufwerten. Ja, mein Okeanos gerade, wie gesagt. Attack for Damage, Attack, Schutz, Vampir. Wir können einfach mal gucken. Lass es einfach mal in die Arena gehen und gucken, was er denn so ein bisschen was drückt. Bisschen was drückt einfach. Full Damage gebaut. Und wir gehen mal in eine Kombi rein, die nicht ganz so schnell ist vielleicht. Hier. Das ist doch was. Hier haben wir direkt... Oh, das ist eine richtig tanky Combo hier. Holy shit, ich weiß nicht, ob wir die down bekommen. Aber wir nehmen jetzt Dorva mal raus. Wir werden den First Turn haben. Wir können strippen. Und wir können ordentlich Damage machen mit Steinregen und auch zurücksetzen. Die sind mir mal gespannt. Erstes Mal, ohne Scheiß, erstes Mal, dass ich ihn jetzt überhaupt in der Arena benutze. Ich habe versucht, ihn im Guild War zu benutzen. Hab aber keine Teamkombination gefunden. Ich muss mich erst noch an ihn gewöhnen. Womit kann ich ihn spielen? Wo kann ich ihn einsetzen? Deswegen gerne Teamvorschläge nehme ich wieder an. Nehme ich gerne wieder an. So, wir ballern einfach mal drauf. Ich würde sagen, wir machen den letzten. Holy shit, okay. Meine Ciara ist ja noch schneller. Meine Ciara ist schneller. Ich würde sagen, ich stunne. Wen stunnen wir? Wir stunnen einfach ihn hier. Okay, wir stunnen einfach mal gar keinen. Ich will jetzt Nemesis nicht auslösen. Ich weiß nicht, ob es. Ob ich Nemesis auslösen würde, deswegen gehen wir mal Triple Hit hier drauf. Okay, Anders, du bist vielleicht ein bisschen langsam noch, hä? Deswegen wollte ich ihn definitiv über 200 Speed bauen. Und er hat einen Armor Break. Ja, klar. Okay, Steinregen. Für jeden Stun 25% mehr Attack-Leiste. Let's go. Ich weiß gar nicht, ob das auch auf. Wer ist das jemand, ob das auf Rakan auch wirkt? Auch wenn er schon im Stun ist. Guck mal, er hat direkt volle Attack-Leiste. Das ist einfach übel, das ist krank. Das ist. Wie krass das ist. Ihr müsst jetzt direkt gleich wieder dran sein. Das ist so krass. Wir sollten eigentlich vielleicht Rakan zurück sein, aber. Scheiße, ey, das ist krass. Wir setzen mal Rakan zurück. Holy moly, das hat Damage gemacht. Okay, jetzt blocken wir dich, weil Rakan wird wahrscheinlich gleich sterben. Das bräuchten wir gar nicht drauf machen. Er hat den letzten Skill sowieso nicht ready. Wir stunnen dich. Alter!
Ciara, come on. Okay, Lucky Stun vielleicht? Nichts. So, mach mal da einfach dann Damage drauf. Ey. Okeanos gefällt mir gerade. Okeanos gefällt mir gerade. Ja, halt ich mal, das ist egal. So, wir müssen den eigentlich wegballern, weil sonst kommt Rakan wieder. Weil wir bomben dich mal. Ja, wir warten einfach ab. Er hat eh noch eine Runde diesen Debuff drauf. Fuck off, er soll Hauptsache nicht reviven. So, sehr schön. Jetzt müssen wir ihn downhauen. Oh, wenn jetzt Okeanos Clips hätte, wäre natürlich geiler. Dann hätte ich zumindest... hätte ich jetzt zumindest den Skill wieder ready. Ah, wir blocken dich nochmal. Wir blocken dich nochmal und setzen nochmal eine Bombe drauf. Ja, komm, wollen wir ihn weghauen. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, der Fight dauert Ewigkeiten. Das ist jetzt überhaupt nichts für Arena Rush natürlich. Für Arena Rush werde ich natürlich Lucian wieder rausholen. Da gibt es wieder ordentlich Lucian Action. Und deswegen auch die Kampfruhen gelevelt auf der Praha gerade. Die gehören natürlich nicht auf die Praha, aber Lucian mit dem Kampfset zusammen. Ich muss mal gucken. Ich will ihn richtig, richtig schön fett. Ich will, dass er richtig knallt. So 11k wäre geil pro Karte. Das ist schon, ich weiß, das ist schon heftig, aber 10k müssen sein. 10k müssen sein. So. Runen schneller aufwerten habe ich hier noch von meinem Zettel. Ich wusste doch, dass ich irgendwas vergessen habe. Dieser Summoning und so weiter. Yay, Runen schneller aufwerten. Ich dachte eigentlich, die meisten wüssten es mittlerweile, aber auf dem Stream habe ich immer noch wieder Leute gesehen, die gesagt haben, Robert, warum kannst du so schnell deine Runen aufwerten? Also, wenn ihr hier drin seid und ihr geht auf Verwalten und klickt auf eine Rune und sagt aufwerten, dann geht das über dieses quasi neue Runensystem, keine Ahnung, doppelt so schnell oder wesentlich schneller als auf den anderen. Von daher, nutzt das noch aus. Das ist nicht gewollt von Come to Us. Sie wollen es auch fixen, aber als sie gesagt haben, naja, das müssen wir fixen, gab es einen riesigen Shitstorm, weil alle gesagt haben, nein, lass das so, wir wollen das so beibehalten, das ist doch viel geiler, viel schneller. Und dann haben sie gesagt, okay, wir passen es an. Das wird wahrscheinlich dann irgendwann in den nächsten Patches kommen. Das ist wahrscheinlich auch auf der anderen Seite, diesen normalen Hochwerten, genauso schnell geht. Vielleicht ein bisschen langsamer, whatever, wir werden sehen. Aber nutzt es vielleicht noch aus. FRR ist da, wie gesagt. Und könnt einfach nochmal schnell ein bisschen was aufwerten. Jetzt habe ich hier die einfach auf 9 gemacht. Jetzt lasse ich die auch einfach mal so. Vielleicht kann ich diese Fight-Rune noch gebrauchen für meine Lucian Offense. So, jetzt habe ich alles von meinem Zettel runter, glaube ich. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich lasse euch jetzt nochmal den Link unten in der Videobeschreibung. Tipps zum FRR. Und denkt dran, morgen Abend, Sonntag haben wir alle mal frei, weil ich bin nicht da. Aber vielleicht sind die anderen Streamer da. Guckt einfach mal rein und lasst einen schönen Gruß von mir da. Wir sehen uns, Leute. Haut da rein. Danke fürs Zusehen. Lasst einen Daumen da. Bis dann. Ciao.